Ja, hallo Leute. Ihr habt ja sicherlich das Video gesehen mit der V-Bucks-Mission heute. Ich habe auch nochmal nachgeguckt, die ist verschwunden. Die war hier in der 70, hier auf dieser, genau hier war die, in der 70er-Zone. Ja, ich habe mir schon gedacht nach dem Update, dass es wahrscheinlich zu diesem Fall kommt. Das ist aber immer nur sehr selten der Fall. Beim letzten Update, davor das Update, das war dann war nicht so der Fall. Aber jetzt wieder? Ja, wer die vorher gemacht hatte, die Vivax-Mission, dem sei gegönnt, der hat kann ihn natürlich behalten, alles, kein Problem. Jetzt habe ich noch mal nachgeguckt, es gibt noch eine Vivax-Mission. Also das heißt, heute geht keiner leer aus hier. Alle anderen, die halt schon vorher diese Mission gemacht haben, hier diese 70er, können quasi doppelt abkassieren. Es gibt noch eine, und zwar eine 52er-Mission. So, jetzt muss ich aber erstmal finden, was die denn. Hier, reparieren den Schutzbunker. Ach, die ist sogar in der neuen Mission drin. Herbstliches Gebirgausläufer. Boah, was für ein Name. Also hier ist noch eine. Also für die Leute, die die nicht gemacht haben, hier ist dann nochmal so ein Ersatz dafür. Ja. Ist leider, ja, blöd, ne? Aber was soll's, dann ist hier wenigstens noch eine, die man machen kann. Ja. Wie das morgen aussieht, ich weiß es nicht. Kann sein, dass wir vielleicht noch mehr V-Bucks-Missionen bekommen als sonst, weil wir hier natürlich einen neuen Ort bekommen haben und sich hier die ganzen Missionen ein bisschen ausgedehnt haben. Deswegen kann es sein, dass wir vielleicht sogar noch mehr V-Bucks-Missionen als ohnehin bekommen. Nächste Unterfangs-Season, die kommt. Kommt wieder mit Miniboss. Da ist auf jeden Fall garantiert, dass wir da mindestens pro Tag mindestens zwei, drei V-Bucks-Missionen haben. Vielleicht sogar noch mehr, weil wir hier natürlich jetzt ein neues Gebiet haben. Ja, ansonsten, das ist jetzt leider jetzt die einzige, die jetzt heute verfügbar ist bei dem ganzen Chaos. Aber ich sag mal, nimmt man ja immer gerne mit, ne?